Hallo, willkommen zu einem Katzenvideo. Es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Katzenvideo gemacht habe, aber ich kriege von euch immer wieder Nachrichten bezüglich der Katzenbrunnen, die ich habe, und ihr würdet gerne mal ein Update sehen. Deswegen besprechen wir heute in diesem Video mein persönliches Update, meine Meinung, was ich nach all den Jahren von diesem Brunnen halte. Und ich habe auch einen Rabattcode oder Discountcode für euch. Und zwar hat am 25.11. der Black Friday Sale bei Miau Store angefangen. Ich schreibe euch den Code natürlich auch ins Video, in die Infobox und vielleicht in die Kommentare, wenn ihr das nochmal möchtet. Wie gesagt, es ist Black Friday. Ich habe auch einen Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr über diesen Link bestellt, dann bekomme ich Prozente und für euch ist das Ganze kostenfrei. Noch kurz zum Code. Der heißt Black minus oder Bindestrich 24 und er gilt vom 25.11. bis zum 2.12. und gilt auf alle Produkte außer der erweiterten Garantie und natürlich auch nicht für Versandkosten. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr von diesem Brunnen haltet. Jetzt kommen wir aber zu meinem Feedback. Hier seht ihr den Standardbrunnen. Wenn ich das mal rausnehme, ich habe die extra leer gemacht, damit ich euch wirklich meine Meinung auch besser demonstrieren kann. Das ist das alte Modell. Ihr seht, das hat noch diese Erhebung oder wie auch immer man das nennt. Und die neueren Brunnen haben so kleine Huckel drin. Da kann ich persönlich nicht sagen, was ich besser finde. Ich nehme mal gerade einen anderen Turm. Wenn ihr das da jetzt so draufstellt, die sind relativ fest. Also die bewegen sich noch, können aber nicht umfallen. Das finde ich ganz gut. Würde eher tendieren, dass es schade ist, dass sie dieses Design nicht mehr haben. Aber es ist natürlich auch ein bisschen nervig mit dem Saubermachen, weil ihr noch mehr Ecken habt. Vielleicht zeige ich euch das gleich weiter hier an der Basis, was ich damit meine. Ihr seht ja hier der Rand, der ist so sehr gewölbt und es geht wirklich bis darunter. Also ihr müsst schon ordentlich sauber machen. Und wenn ihr das Wasser einfach nur so auskippt und da sind ein paar Schwebteilchen oder Haare oder so drin, dann bleibt das ganz gerne da hängen. Also ihr müsst das dann schon wirklich komplett einmal umkippen und trotzdem nochmal ordentlich unter dem Rand sauber wischen. Das wäre mein persönlicher Nachteil von dem Design, einfach von dem Rand. Von den Türmen her gibt es nichts zu bemängeln. Ihr seht, hier unten ist die Pumpe. Das ist auch noch das alte Pumpenmodell mit diesen zwei, Teilen an der Seite. Da gab es auch den Pumpenschutz. Den habe ich nicht, weil ich das vor dem Pumpenschutz gekauft habe und der wurde damals hier eingehakt. Der neue Pumpenschutz wird aber einfach hinten dran geklemmt. Bei diesem alten Design ist, würde ich sagen, Platz für meine Hand, um drinnen sauber zu machen. Aber ihr könnt auch einfach mit einer Spülbürste sauber machen. Ich versuche euch mal gerade die Pumpe abzumachen. So, ihr seht, ich habe einfach nur. Huch, jetzt ist das Ding weg. Ich habe einfach nur gezogen und sie geht raus. Ihr könnt natürlich auch hochdrücken. Wenn ich das Teil jetzt hier spontan finde, ja, hier. Ihr könnt das auch hochdrücken und dann abziehen, wenn ihr das möchtet. Aber es reicht auch aus, wenn ihr einfach kräftig zieht. Dann könnt ihr hier an den kleinen Schräubchen die Pumpe aufmachen zum Reinigen. Ich habe meine ganz gerne bei jeder Reinigung, das mache ich so alle 3 Wochen, würde ich jetzt schätzen, lege ich das in Essigwasser ein für Stunde oder so, oder anderthalb. Und deswegen funktioniert die auch noch top, obwohl die schon so viele Jahre alt ist. Es gibt ja, wie gesagt, ein neues Design mit diesen kleinen Hügeln in der Basis, aber auch bei den Türmen. Manchmal, wenn ihr die Pumpe sehr stark einstellt, habt ihr das Problem, dass das Wasser hinten rüberläuft. Mich und die Katzen stört es überhaupt nicht. Aber es sind jetzt wohl hier die Seiten verstärkt worden bei dem neuen Design, dass das nicht mehr so leicht passiert und auch ein bisschen Stabilität gibt. Also ich habe bisher nichts zu meckern, aber ich würde gerne das neue Design auch austesten. Ihr habt bei allen Türmen hier eine Öffnung, die ist ein bisschen kleiner, aber wie gesagt, ihr müsst da auch nicht reingehen mit den Fingern.
Was den Kalk bei dieser dunklen Farbe angeht, da reinige ich auch ganz normal mit einem etwas härteren Schwamm, auch mit Essig oder was ich ganz gerne mache, da müsst ihr aber wirklich aufpassen. Ich habe sehr alte Stahlwolle- oder Topfschwämme. Wichtig ist, dass sie alt sind, damit sie nicht scharf sind. Und da gehe ich einfach dann drüber. Sind die Topfschwämme oder Topfkratzer, Stahlwolle neu, dann zerkratzt ihr euch den Lack. Das wollen wir nicht. Ihr seht, hier sind minimal vielleicht so Kalkspuren. Aber auch nach vielen Jahren bei sehr kalkhaltigem Wasser ist es kein Problem. Ihr könnt die Keramik auch in Essigwasser einweichen. Zitronensaft geht bestimmt auch sehr gut. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. Bei dem Brunnen war tatsächlich ein anderer Adapter dabei. Das ist aber kein Problem. Ich habe einfach den von meinem Handy genommen. Bei den neuen passiert das nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den bekommen habe. Die neuen haben diesen Adapter. Ich habe mir nämlich auch noch einen anderen geholt, und zwar den Mini-Brunnen. Auch das ist das alte Design. Bei dem neuen Design sind die Wände hier ein bisschen anders und das Loch ist ein bisschen größer. Ich habe trotzdem kein Problem, mit meiner Hand da reinzugehen. Und hier habe ich auch die neue Pumpe. Die zeige ich euch mal. Müsst ihr ein bisschen. Na, jetzt hängt alles. Die neue Pumpe sieht im Vergleich so aus. Die hat hier an den Seiten nichts mehr und die hat auch so kleine Saugfüßchen. Die sind aber dafür da, dass einfach zum Beispiel Vibrationen oder irgendwie Motorgeräusche, falls die mal ein Geräusch macht, absorbiert wird. Aber der Motor ist leise. Kann ich mich nicht beschweren. Das ist der Pumpenschutz. Den könnt ihr halt hier hinten einfach abklipsen. Und dieses Ding hier an dem Rohr, das ist, wie stark ihr euren Wasserfluss haben möchtet. Also da kann ich auch nichts bemängeln. Auch hier ist die Pumpe wunderbar leise. Die Wassermenge könnt ihr, wie gesagt, einstellen. Und die Katzen haben trotzdem genügend Platz zum Trinken. Für meine Katzen ist es auch, glaube ich, besser, dass diese Öffnung hier nicht so groß ist, damit die einfach ihren Kopf da nicht reinstecken. Denn die sind sehr neugierig und machen oft Quatsch. Ja. Was meinen meine Katzen dazu? Ich weiß nicht warum, aber sie bevorzugen tatsächlich den großen Brunnen. Vielleicht einfach, weil das Wasser da so ein bisschen mehr plätschert. Ihr seht ja vielleicht von der Größe hier, so 2 Zentimeter plätschert das da rein. Und dann von hier, je nachdem, wie viel Wasser ihr habt, auch noch mal ein paar Zentimeter. Das ist hier etwas seichter, würde ich sagen, im Mini-Brunnen. Deswegen kommt bei mir der große Brunnen besser an. Was ansonsten die Reinigung oder Handhabung angeht, sind die beiden gleich. Also da würde ich jetzt nichts sagen. Die kann man beide sehr gut sauber machen. Ihr könnt sie auch in eine Spülmaschine stellen, wenn ihr das möchtet. Haben wir aber nicht. Da habe ich also keine Erfahrung mit, wie es sich da mit Kalkwasser oder so verhält. Das kann ich nicht sagen. Ich verwende tatsächlich für die Brunnen Wasser aus Flaschen, falls ihr das von meinen Orchideen-Videos schon kennt. Das ist hier eine georgische Wassermarke, ganz normales, stilles Mineralwasser. Das verwende ich für die Pflanzen und auch für die Katzenbrunnen, weil da einfach der Mineralgehalt nicht sehr hoch ist und es da einfach nicht so zu Ablagerungen kommt. Ansonsten ist das Wasser hier sehr kalkhaltig. Deswegen glaube ich, dass in der Spülmaschine einfach die ganze Zeit Wasserflecken oder Ablagerungen da wären. Aber wie gesagt, das könnt ihr reinigen. Ja, wenn ihr noch Fragen konkret zu den Brunnen oder der Handhabung Reinigung habt, lasst mich das sehr gerne in den Kommentaren wissen. Habt ihr schon diese Brunnen oder überlegt ihr die zu kaufen? Es kommt ja nun auch bald Weihnachten. Das ist ein wirklich ganz tolles Geschenk. Vor allen Dingen haben die immer noch diese Einjahresgarantie. Das heißt, ihr könnt die Brunnen wirklich ein ganzes Jahr lang testen, ob die für euch sind, ob die vielleicht zu schwer sind oder ihr mit der Reinigung nicht klarkommt, ob die Katzen trinken oder Angst haben. Bei mir würde ich sagen, haben alle das nach 2 Monaten akzeptiert, also manche früher, manche später. Auch hier die Katzen im Dorf von unserer Familie, die trinken. Hier, ich habe die auch zum Teil draußen stehen, das ist auch kein Problem. Natürlich müsst ihr jetzt im Winter aufpassen, dass das Wasser nicht über Nacht gefriert, da würde ich es dann nicht
draußen haben und im Sommer solltet ihr die Brunnen nicht in der Sonne stellen, denn die Sonneneinstrahlung kann einfach für Algenbildung sorgen und ich weiß nicht, das würde ich nicht riskieren, dass das passiert. Ich glaube, ihr könnt das trotzdem gut reinigen, aber man muss es ja nicht riskieren, dann stellt es lieber in den Schatten, wenn es geht. Ja, ich überlege auch immer noch andere Produkte zu kaufen. Ich habe auch tatsächlich die Katzenmatte, aber die kann ich euch nicht zeigen, weil die in unserem Umzugskartons immer noch sind. Die brauchten wir hier bisher nicht im Dorf. Da bin ich auch mit zufrieden, kann man nichts sagen. Also es ist jetzt nicht ein Muss oder so, es ist halt ein ganz solides Produkt. Ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Nochmal zur Erinnerung, der Code ist Black minus oder Bindestrich 24, 10% tatsächlich auf alles. Lasst euch das nicht entgehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir, wie gesagt, sehr gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!